Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Freien Wähler stehen zum Eigentum und daher lehnen die Freien Wähler einen Nationalpark Steigerwald ab. Erste Aussage. Zweite Aussage. Wir Freie Wähler stehen zum Trittsteinkonzept des Forstamtes Ebrach von dem Leiter Ulrich Mergner. In diesem Trittsteinkonzept werden kleinere forstwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung genommen. Inzwischen sind es schon 11,7% der Fläche. Und dieses Trittsteinkonzept des Forstamtes Ebrach hat Vorbildwirkung, würde ich sagen, für ganz Bayern. Und jetzt kommen ja noch 134 Hektar dazu als neue Trittsteine. Und da kommen wir vielleicht auf einen Prozentsatz von 12% oder 13%. Und da liegen wir hier im Steigerwald schon weit über diesen 10%, die die Bundesregierung mal 2008 gefordert hat als nationale Strategie. Warum soll dann dieses Konzept des Steigerwaldes so schlecht sein, wenn wir heute schon darüber liegen, meine Damen und Herren, und wenn wir beides eben umsetzen können? Das reicht fachlich aus. Wir liegen doch schon über den 10%, als bundesweit gefordert wird. Und dann können wir nämlich beides verbinden. Wir haben ein Konzept für die Natur, wir haben ein Konzept für die Menschen und können eben schützen, trotz nützen. Und es ist richtig, dass der größte Teil der Bewohner der Gemeinden in dem Steigerwaldraum das auch insgesamt so sieht. Das kriegt man immer wieder mit, wenn man vor Ort ist. Und ich war schon öfters vor Ort, vielleicht als Sie, Herr Brunn, mindestens 10, 12 Mal. Und bei der ganzen Angelegenheit kann man das immer wieder erkennen. Und wir meinen, dieser Änderungsantrag der CSU geht in die richtige Richtung. Aber wir haben eine andere Variante natürlich dabei. Das möchte ich ganz klar sagen. Wir meinen auch, dass diese Ausweisung des Hohen Buchner Waldes insgesamt rechtswidrig eben ist. Das hat schon im Januar 2014 der Verein Unser Steigerwald erklärt und hat auch schon entsprechende Gutachten eingeholt. Zum Beispiel ein Gutachten von einem Professor Werner Schneider, das ganz klar sagt, es müsste sich hier um den Schutz, das haben Sie auch schon gesagt, von einzelnen Elementen handeln. Aber das ist hier nicht der Fall. Das sind 757 Hektar und das ist einfach zu viel. Deswegen sagen auch wir, dass der frühere Landrat Denzler mit einem Trick gearbeitet hat, mit einem legalen Trick, das ist richtig. Und wir müssen aber trotzdem sagen, es war ein Willkürakt und zwar ohne einen entsprechenden Kreistagsbeschluss. Es gab nur einmal... Vorsicht, ich habe den Kreistagsbeschluss... Ich habe den Kreistagsbeschluss dabei. Das war nur eine unverbindliche Bekundung eines Willens. Aber nicht jetzt in diesem Kreistagsbeschluss ging es in keinem Fall um die Aufhebung oder um diese Ausweisung dieses Gebietes. Und es gibt ja auch dieses Gutachten der Bayerischen Staatsforsten, das war vom 18.09.2014. Auch hier steht ganz klar, unsere rechtliche Prüfung hat das Ergebnis geführt, dass die Verordnung des Landratsamtes vom 16.04.2014 eben, dass hier die Ermächtigungsgrundlage des Bayerischen Naturschutzgesetzes § 29 nicht gedeckt ist. Es gab dann auch Einsprüche der Gemeinde Rauen-Ebrach, wo das auch im Prinzip noch mal insgesamt bestätigt wird. Und am 27.11.2014 beschloss der Bayerische Landtag auf Antrag der Freien Wähler eben, hier haben wir einen Beschluss auch gefasst, dass diese Ermächtigungsgrundlage eben nicht gedeckt und rechtswidrig ist. Und dann hat der Marcel Huber, Herr Staatsminister, hat ja verschiedene Briefe geschickt. In einem Brief haben sie zum Beispiel geschrieben, die Bayerische Staatsregierung wird im Februar 2015 die Aufhebung der Verordnung sicherstellen. Aber jetzt haben wir schon März, sind wir März, aber ich wollte es nur sagen, haben sie immer geschrieben. Am 5.2.2015 beschloss der Umweltausschuss eine Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes, wonach die untere Naturschutzbehörde eben bis einschließlich 10 Hektar hier das erlassen kann. Das ist natürlich eine Lex Steigerwald, das sehen wir auch so kritisch von den Freien Wählern, weil diese Verordnung, dieses Gesetz jetzt für ganz Bayern eben gilt. Und das kritisieren wir eben. Es geht hier, das wird auch, glaube ich, von der CSU bestätigt, um eine Fehlleistung eines ehemaligen Landrats, der diese Verordnung kurz vor Ende seiner Amtszeit eben noch schnell in Kraft treten ließ. Und das soll jetzt bayernweit ausgebügelt werden. Und deswegen meinen wir, wenn das schon so eine Fehlleistung war eines ehemaligen Landrats,
dann soll das auch wieder der aufheben, der das insgesamt in Bewegung gesetzt hat. Und das wäre letztendlich eben das Landratsamt. Das müsste das wieder aufheben, oder es könnte auch die Umweltministerin könnte es auch machen durch eine rechtsaufsichtliche Anordnung. Und deswegen haben wir von den Freien Wählern einen eigenen Antrag am 12.03.2015 eben gestellt und haben genau das gefordert. Wenn, dann soll eben die Behörde, die das erlassen hat, auch insgesamt wieder aufheben. Und es hat sogar ein Vertreter des Umweltministeriums in diesem Umweltausschuss eben ganz klar gesagt, und ich zitiere, das sitzt auch hier, die Verordnung ist rechtswidrig, sie muss aufgehoben werden. Für dieses Verfahren ist diese Behörde zuständig, welche die Verordnung erlassen habe. Und das ist das Landratsamt eben Bamberg. Und da stellen wir halt fest, dass die CSU nicht den Mut wahrscheinlich gehabt hat, das konkret jetzt so zu machen und zu dem Landrat, dem neuen Landrat zu sagen, also diese Verordnung ist rechtswidrig, deshalb hebe sie eben auf. Von der Klage der Bayerischen Staatsforsten, da muss ich sagen, da stimme ich dem Herrn Brunn zu, das wird natürlich wahrscheinlich so laufen, wenn das Gesetz jetzt beschlossen wird. Heute werden die Bayerischen Staatsforsten wahrscheinlich ihre Klage zurückziehen. Aber wir müssen auch sehen, es geht bei den Bayerischen Staatsforsten, und deswegen kann ich auch ihre Klage verstehen, es geht auch um einen Schaden in Millionenhöhe, den sie eben haben, und da können sie, haben sie auch das Recht, dagegen zu klagen. So. Ich bin sehr gut informiert. Fazit, unser Weg, die Aufhebung der Verordnung durch den Verursacher, das Landratsamt Bamberg, durchführen zu lassen, das ist für uns von den Freien Wählern, wir halten die kommunale Selbstverwaltung sehr hoch und beachten das auch der einzige richtige Weg, einfach um hier jetzt nicht ein Lex Steigerl für ganz Bayern zu schaffen. Letzter Punkt, den Weg, den die CSU gehen will hier, wird natürlich, das werden wir sehen, dann auch zum Ziel führen, allerdings mit bayernweiten Auswirkungen. Es wäre eine Machtbeschränkung für alle Landräte, die dann eben nicht ohne Zustimmung des Kreistags, also im Alleingang, beliebig große Schutzgebiete ausweisen können, ohne ordentliches Verfahren, ohne Beteiligung des Eigentümers oder der Nachbarn, wie das normalerweise eben üblich ist. Letzter Satz. Die Bürgermeister Oskar Ebert und Siegfried Ständige haben uns in einem Brief Folgendes mitgeteilt, und das ist dann der letzte Satz. Der sicherste Weg ist die Änderung. Der ehemalige Bürgermeister Oskar Ebert, jetzt stellvertretender Landrat, danke für den Hinweis. Der sicherste Weg ist die Änderung des Gesetzes. Dann wäre die Rechtsgrundlage für die Trickserei von Dr. Denzler weg und das große Schutzgebiet wäre auch weg. Es darf nicht sein, dass Landräte eigenmächtig beliebig große Schutzgebiete ausweisen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Jetzt kommt der Vogel. So, herzlichen Dank. Bitte verbleiben Sie am Rednerpult. Ich habe zwei Zwischenbemerkungen. Zunächst der Kollege Vogel und dann der Kollege Scheuenstuhl. Herr Vogel, an welches Mikrofon gehen Sie? So, jetzt erst einmal der Herr Vogel und dann ja, der Kollege Mütze auch noch. Zunächst einmal danke ich Ihnen ganz herzlich als im Namen der CSU-Fraktion, dass Sie sich heute mit dem klaren Bekenntnis gegen einen Nationalpark Steigerwald bei den Menschen im Steigerwald sind und sich damit als vernünftiger Teil der bayerischen Opposition hier präsentieren. Da haben Sie vollkommen recht. Hier in Regner müsste es viel, vor allem in Ihrer Fraktion. Ich möchte diesbezüglich einfach mal, Frau Präsidentin, vorhin haben Sie um Ruhe gebeten. Vorhin haben Sie um Ruhe gebeten. Ja, mache ich jetzt auch. Wenn da jemand von uns was gesagt hat, haben Sie zur Disziplin. Jetzt sage ich doch auch, bitte um Ruhe. Neutrale Amtsführung. So, das machen wir schon. Passen Sie mal auf, da brauche ich Sie nicht dazu, ja? Da brauche ich keine Belehrung. Ich kenne mich aus in der Geschäftsordnung. Ja? So, jetzt bitte, der Kollege Vogel hat das Wort. Und jetzt, ich habe den Kreistagsbeschluss dabei, aus dem Kreistag von Bamberg. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, welche Voraussetzungen für den Antrag Weltnatur überhaupt notwendig sind oder geschaffen werden müssen. Es wird folgender Beschluss gefasst. Der Landrat wird beauftragt, die begonnenen Gespräche mit dem Umweltministerium fortzusetzen und mit dem Ziel, ein Buchenwald-Informationszentrum im Landkreis Bamberg, Marktgemeinde Ebrach, zu errichten.
Weiterhin wird der Landrat bevollmächtigt, für den Landkreis Bamberg einen Trägerverein zum Betrieb eines Buchenwald-Informationszentrums beizutreten. Zweitens, die Verwaltung wird beauftragt, mit Unterstützung des geplanten Buchenwald-Informationszentrums und in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium und den Staatsforsten und so weiter, auszuloten und zu entwickeln, wie die Potenziale des Steigerwaldes gefördert und die Voraussetzungen für die Bewertung als Weltnaturerbe erfüllt werden können. Punkt. Abstimmung 48-3. Und wer behauptet, dass der Kreistag des Landkreises Bamberg beschlossen hat, das Schutzgebiet Hohe Buchener Wald auszuweisen, der sagt bewusst die Unwahrheit. Und ich bitte, das endlich mal klarzustellen. So, bitte, Herr Fahn, Sie können jetzt antworten. Nee, der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig. Und ein Satz noch, weil vorhin zu den Ausführungen von der Frau Petersen. Es geht um eine Klarstellung mit den 10 Hektar. Das geschützte Landschaftsbestandteil ist juristisch der niedrigste Schutzbereich, den es gibt. Beispiel, § 28 Naturdenkmäler, ich zitiere, Naturdenkmäler sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur oder eine entsprechende Fläche bis zu 5 Hektar. Und das, was weniger schutzwürdig als Schutzstatus ist, ist der geschützte Landschaftsbestandteil. Und ich zitiere aus § 29, der Schutz kann sich für den Bereich eines Landes oder eine Teile des Landes auf den gesamten Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen, Bäumen, Hecken oder Landschaftsbestandteile erstrecken. Und damit haben wir eben nicht den Sinn und Zweck der Regelung, Schutzgebiete von 750 Hektar auszuweisen. Sie selbst sprechen vom Schutzgebiet. Der Herr Magal spricht vom Schutzgebiet. So, Herr Vogel, jetzt ist Ihre Redezeit mit reiner Redezeit 2 Minuten tatsächlich rum. Das entsprechend der Klarstellung. So, bitte. So, jetzt sind Sie dran, Herr Dr. Fahn. Ja, ich brauche eigentlich jetzt da wenig dazu zu sagen. Ich habe auch den Beschluss des Kreistages Bamberg, ist exakt so gefallen. Das war wirklich nur eine unverbindliche Bekundung des Willens, etwas zu tun. Aber mit dem eigentlichen Problem, mit dem eigentlichen Thema hat es nichts zu tun. Dazu hat sich der Kreistag Bamberg nicht geäußert. Verbleiben Sie am Rednerpult. Der nächste Kollege ist der Kollege Scheuenstuhl. Ja, sehr geehrter Herr Fahn, wir haben ja gerade wieder einmal eine Entgleisung des Kollegen Vogels erlebt. Ich möchte mal ganz klar sagen, dass jeder hier innen sich über alle Themen äußern kann. Auch die Ministerin ist bereits in Lauerstellung, wird sich ja auch äußern. Stammt, soweit ich weiß, ja auch nicht aus dem Steigerwald. Deswegen glaube ich, sollte man jede Argumentation hier innen anhören und in aller Ruhe dann darüber sprechen. Und einen Angriff gegen das Präsidium war mit Sicherheit nicht notwendig. Wir wollen ja ein bisschen lebhafte Diskussion hier innen. Und ich glaube, dass die Frau Aures das hervorragend macht, wie alle anderen, die auch oben sitzen. Dankeschön nochmal an alle, die uns da immer ein bisschen im Zaum halten. Ja, Herr Fahn, Sie liegen falsch. Nach Auskunft des... oder Sie stehen richtig, aber Sie liegen falsch. Ich schaffe die 2 Minuten. Der ehemalige, jetzige Bezirkstagspräsident übrigens mit dem angeblichen, es handelt sich hier um einen Vertreter des Bezirkstags, der heute ja auch gewählt worden ist und uns vertritt, beziehungsweise die Bürger vor Ort. Wir haben Auskunft vom Ministerium, dass sich das Landratsamt weigert, die Verordnung zurückzunehmen, obwohl das Ministerium der Meinung ist, sie ist falsch. Besteht das Landratsamt darauf, die dortigen Juristen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, weil Sie der Meinung sind, es ist rechtens. Und daher gibt es keine Anweisung des Ministeriums. Wollte ich Ihnen nochmal als Zwischenbemerkung sagen. So, danke schön. Danke für Ihre Meinung. Ich liege falsch. Ich wollte hinzufügen, wir sind der Auffassung von den Freien Wählern, dass das Landratsamt konkret das machen muss. Wenn Sie jetzt sagen, das macht es nicht, das ist die andere Seite der Medaille. Wir meinen, das ist der richtige, das ist insgesamt der richtige Weg. Und der zweite Punkt, ich liege falsch, möchte ich sagen, das stimmt nicht, weil ich liege richtig, weil ich weiß, dass 95% oder 90% der Bewohner, die im Steigerwald wohnen, das auch so sehen wie wir. Warum soll ich dann falsch liegen, Herr Kollege? Ja. So, bitte bleiben Sie weiterhin am Rednerpult, der Kollege Mütze. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Kollege Fahn, der Bund Naturschutz in Bayern hat sich klar für den Nationalpark ausgesprochen und hat sich auch klar für das Schutzgebiet Hohenbuchener Wald ausgesprochen. Jetzt sind Sie ja BN-Vorsitzender in unserer Region. Wie verträgt sich das, Ihre Position als BN-Vorsitzender, mit der Position, die Sie hier im Landtag vortragen, so massiv gegen den Nationalpark,
gegen das Schutzgebiet. Ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht können Sie es uns noch mal erklären. Ja. Vielen Dank. Also herzlichen Dank für diese Frage. Ich habe die eigentlich schon seit Monaten auf diese Frage gewartet. Und endlich heute ist sie gekommen. Dankeschön. Zwei Sachen dazu. Auch beim Bund Naturschutz gibt es ein Minderheitenvotum oder so, da werden Leute respektiert, die eine andere Meinung haben. Und ein zweiter Punkt, der vielleicht für Sie ganz interessant ist, der Herr Ulrich Merkner, der Forstamtsleiter von Ebrach, der das Konzept vertritt, dieses tolle Konzept, der wurde mit fast der größten Anzahl von Stimmen in den Beirat des Bundesnaturschutzes gewählt. Das heißt zu Deutsch, die Basis des Bundesnaturschutzes unterstützt den Herrn Ulrich Merkner und damit eigentlich auch dieses Trittsteinkonzept. Das sind vielleicht ein paar Obere vom Bund Naturschutz mag sein, aber Herr Ulrich Merkner, Leiter des Forstamtes in Ebrach, hat eine sehr gute Position beim Bund Naturschutz. Und deswegen fühle ich mich auch in dieser Rolle wohl und habe damit keine Probleme, Herr Mütze. So, Dankeschön.